Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zur Silent Hill. Und genau, liebe Freunde, wir wissen, wir waren beim letzten Mal weiter hier in der Stadt Silent Hill unterwegs, auf der Suche nach unserer Tochter Cheryl. Und ja, als Harry Mason. Und genau, wir müssen da zur Schule, kann ich euch jetzt mal zeigen, zur Schule nach unten links. Allerdings sind hier sämtliche Wege blockiert. Das wissen wir noch vom letzten Mal. Ne, wir können ja noch mal da vorne gucken, aber ihr seht, da ist auch zu. Ne? Okay, dann gehen wir bitte wieder zurück, Harry. Ja, das hat er jetzt registriert. Okay. Das heißt, wir müssen ganz außen rum. Sind beim letzten Mal gestorben, weil wir einfach keine Medizin mehr hatten. Und wir waren aber da oben in dem Convenience Store. So, hier ist auch zu, wie ihr seht. Na, wir waren oben in dem Convenience Store oben rechts. Und da war zum Glück ein bisschen was an Medizin vorhanden. Und, jawohl. Zum Glück haben wir da was gefunden und leben doch. Ich weiß nur nicht mehr. Wartet mal, lass uns mal gucken, wie viel Munition wir noch haben. Ja, das war's. 4 Schuss, ne? 4 Schuss Munition, das ist doch nicht wahr. Das ist doch nicht wahr, Freunde. 4 Schuss Munition. Ich hoffe, dass die Gegner wegbleiben, wenn man die einmal tötet. Wie gesagt, ich nehme das Ganze am Stück auf und kann noch nicht auf eure Kommentare reagieren, falls ihr welche geschrieben habt. Von daher seht's mir bitte nach, wenn ich hier noch den ein oder anderen Fehler mache. Da waren wir schon drin. Okay. Und, lauf nicht gegen den Briefkasten. Und genau, also, wie gesagt, ich kenne dieses Spiel halt nicht, ist für mich blind. Aber ich finde es richtig genial. Okay, und hier ist auch zu. Alles klar, das heißt, wir müssen tatsächlich nach rechts. Es kommt wieder ein Fliegevieh. Aber das kann mich mal, das Fliegevieh. Das geht mir so auf die Nerven. Alter, weil die trifft man so kacke, diese Dinger. Und wenn ich jetzt nur noch 4 Schuss habe, die spare ich mir lieber für Hunde auf, ganz ehrlich. Da renne ich lieber weg. Da ist noch so ein Teil. Da liegt Munition! Ja, nimm, 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 nimm. Danke. Und direkt schießen! Ah, verdammt! Alter! Okay, und schieß und. Schieß doch kaputt! Okay. Puh, das haben wir. Dankeschön für die Buddy. So, okay, ja, wir sind noch im grünen Bereich, das passt. Okay, die Kamera könnte bitte mal hinter mich. Okay. Da ist es. Da ist es. Okay, wunderbar. Kaputt treten, bitte. Dankeschön. Ich hasse diese Fliegedinger. Echt. Warum lebt das denn jetzt schon wieder? Stehen die wieder auf oder was ist hier los? Die stehen wieder auf. Da ist noch irgendwo. Noch ein Fliegeviech, ey. Da ist es. Okay, puh. Die brauchen nur 4 Schuss. Okay, die brauchen nur 4 Schuss, die Fliegedinger. Da hinten, oder? Da habe ich es doch gesehen. Da, da! Und schieß! Okay, alles klar. Ja, der ein oder andere Schuss ist natürlich noch daneben. Aber, wie gesagt, ich würde gerne hier draußen Gegnerfreiheit haben. Deshalb, ja. Mache ich auch die Gegner platt hier. Ach, hier ist auch. Wartet mal. Hier ist auch dicht. Das heißt, man kommt gar nicht zur Schule, oder wie? Das ist ja mal wieder mega geil. Das ist ja mal wieder mega geil gemacht. Okay. Können wir vielleicht zu der Frau da zurück? Zu der Polizistin? Gucken wir gleich mal.
Ich würde aber gerne erstmal nochmal hier in diese schmale Straße. Aber da haben wir nichts, ne? Ich sehe keine Items. Schade. Ah, außer ein Gegner. Außer ein Gegner. Mal wieder. Ich weiß nicht, wie viele hier noch rumgeistern. Okay, aber der ist scheinbar nicht hier. Okay. Off Limits stand da. Okay. Okay, dem sind wir nochmal entkommen. Okay, das heißt, dann ist. Sagt mal, kommt die immer wieder oder was ist hier los? Das gibt's ja nicht. Ah nee, das ist nur ein Hund, ne? Das ist ein Hund. Den kann man mit zwei Schüssen, wenn man gut ist. Ah, vielleicht müssen wir in die Seite schießen. Dann sind es zwei Schüsse. Ah, drei Schüsse. Was? Vier Schüsse. Okay. Ja, das ist noch irgendwo einer. Okay. Ich höre es auf jeden Fall tipseln. Da, oder? Da. Okay, da vorne. Triffst du den jetzt? Der hat wieder nur zwei Schuss gebraucht, ne? Das ist irgendwie komisch, wie viel, dass die Gegner so unterschiedlich viele Schüsse brauchen. Da hinten bewegt sich was. Da. Okay, da. Ich weiß nicht, triffst du den jetzt? Du triffst den. Okay, wunderbar. Zwei Schüsse. Und zack. Wie gesagt, ich hoffe, die Gegner bleiben weg. Bitte. Bitte. Ich hoffe, dass das Gebiet jetzt hier gecleant ist. So, wir sind aber beim Convenience Store. Und eigentlich müsste jetzt hier auf dem Weg nichts mehr kommen. Wenn jetzt hier doch wieder Gegner kommen, dann raste ich aus. Hier dürfte jetzt eigentlich wirklich nichts mehr kommen. Weil wir haben das aufgeräumt hier. Es sieht so aus. Sieht so aus, als ja, die Gegner bleiben weg. Okay, ja, das ist gut zu wissen. Dann lohnt es sich doch, dass wir die platt machen, oder? Ja, gut, hier vorne, aber hier vorne war ich auch noch nicht. Okay, haben wir keine Bundi mehr. Wartet mal. Guck mal bitte. Haben wir keine Munition? Ne, das war's. Okay, das heißt, wir müssten von jetzt an entkommen. Einfach Schlangenlinie laufen hier. So, genau, einfach geradeaus. Einfach Schlangenlinie. Es ist auch nur noch das eine Vieh, was hier rumläuft. Okay, hier ist auch zu. Das heißt, der Weg zur Schule ist zu. Gesperrt. Café, okay. Ich würde vorschlagen, gehen wir nochmal ins Café. Vielleicht ist die Polizistin ja wieder da. Na, wer weiß. Und du blödes, gefliedertes Etwas. Jetzt hau mal ab hier. Mensch nochmal. Wir laufen doch schon zickzack. Zickzack-Linie dir. So. Okay, wir haben es abgehängt. Oder? Ja, wir haben es abgehängt. Danke. Oh. Man kann zum Glück Gegner abhängen hier. Das ist gut. Das eine Fledervieh lasse ich dann jetzt halt mal da rumfliegen. Weil den Rest haben wir ja platt gemacht. Sollte eigentlich so sein, ne? So, wo ist die Tür zum Café? Ist das das hier? Goldrichtig, Freunde. Hier. Geh bitte hier rein. Und gucken, ob die Polizistin wieder da ist. Nein, hier ist nichts. Okay. Aber wir können erstmal abspeichern, dass wir zumindest die ganze Stadt erstmal abgesucht haben. Das ist eine gute Idee. Ich mache hier auch nochmal einen Quicksave. So. Ja, schade, Mensch. Dann ist hier nichts mehr. Ich bin, mit der Steuerung bin ich jetzt auch warm geworden. Also, das ist nach zwei Folgen ist die drin. Tatsächlich.
Gut. Das heißt, wir müssen hier aus dem Bereich erstmal raus, nach oben rechts, ne? Auf die Brücke. Ja, super. Und ich habe keine Munition. Ich habe keine Munition jetzt für einen brandneuen Bereich hier. Ja, müssen wir mal gucken. Vielleicht kommen da auch keine Gegner. Wer weiß. Gut. Hier ist aber alles tot. Ja, dafür ist hier alles tot. Ich meine, das ist doch auch schon mal viel wert. So, jetzt könnte hier wieder was kommen, weil hier war ich nur einmal. Aber hier kommt auch nichts mehr. Okay. Ah, doch, da. Okay. Ja. Aber gut. Laufen wir einfach mal weiter. Geh bloß weg. Laufen wir einfach mal weiter. So. Einfach mal weiter auf die Brücke hier. Okay, wir sind auf der Brücke. Und da ist noch ein Fledervieh und hier ist auch zu. Aber da ist Munition. Gib mir die Munition, bitte. Gib mir die Muni. Gib mir die Muni. Gut. Nachladen, bitte. Reload. Okay, er hat's schon nachgeladen. Okay, alles klar. Da. Ihr blöden Fliegeviecher. Das heißt, wo müssen wir denn jetzt hin überhaupt? Da ist ja alles zu. Wir kommen nirgendwo weiter. Ah, vielleicht. Okay. Okay, aber hier müssen wir dann nicht mehr hin, ne? Das heißt, wir können hier. Ah, und die Gegner haben auch nur einen speziellen Bereich, wo die hinkommen können. Okay. Alles klar. Hör, wie jetzt? Da links. Warum ist jetzt wieder ein Gegner? Warum ist hier wieder ein Gegner? Kommen die wieder oder was? Nee, bitte nicht, Leute. Das heißt, die Gegner kommen hier wieder. Was ist das denn? Meine Güte, was ein riesiges Gebiet, ohne Scheiß. So, dann. Hier sind wir jetzt in einem Convenience Store, genau. Und gucken doch nochmal hier vorne hin. So. Ist da jetzt auch ein Dead End? Da ist auch ein Dead End. Ja, krass, okay. Das heißt, wir können hier nirgendwo hin. Okay. Alles zu hier. Alles zu. Wie kommen wir denn jetzt weiter? Sagt mal. Das ist jetzt echt mysteriös, ne? Muss ich sagen. Queen Burger. ja. Ich guck noch mal, aber das sind alle Straßen. Oder über diese grünen Wege da, aber ich glaube, die waren ja auch dicht. Nee, nee, die waren auch dicht. Irgendwie bin ich überfragt. Muss ich ganz ehrlich sagen. Geh noch mal in den Gang da hinten. Ja, du kannst da hinten versauern. Ist mir egal. So. Gut, dann gehen wir noch mal. Da können wir ja nicht rein, glaube ich. Das ist echt eine gute Frage, ne? Wo müssen wir hier hin? Sagt mal. Wo müssen wir hier hin? Nochmal. Da. Ah, warte. Mir fällt gerade was ein. Und der hier war kaputt. Das heißt, die kommen wieder, oder was? Hier oben. Die Gegner hier habe ich kaputt gemacht, definitiv. Also die kommen wieder. Oh, ist das gemein. Ist das gemein. Okay. Wir haben doch diese Brechstange bekommen. Wartet mal. Wir haben doch diese Brechstange bekommen. Vielleicht können wir da ja das Tor aufbrechen. Ne, und dann. Ja, ist okay. Lauf gegen die Wand.
Ach so, nee, hier kommt man ja gar nicht mehr hin, ne? Unangenehm. Vielleicht hier hinter. Dass man. Okay, da müssen wir noch einmal außen rumlaufen. Ja, das ist Kacke. Okay, egal. Jetzt hänge ich schon zum ersten Mal. Oh Mann, in der dritten Folge. Boah, diese Kamerasicht. Kamerafahrt hier. So. Wie gesagt, diesen Gegner hier habe ich eigentlich platt gemacht. Aber ist okay, dann kommen sie halt immer wieder. Was ist? Aber ich ignoriere den jetzt einfach gekonnt. Ich meine, was soll denn der Mist jetzt, dass die wiederkommen? So, dann. Aber die Hunde sind weg. Ne, die Hunde bleiben weg, so wie das aussieht. Okay, dann geh jetzt nochmal bitte hier hinten lang. Ich meine, ich hoffe, ich bin hier richtig, aber ich denke mal, sollte passen. Ich meine, wir haben hier dieses, kann man hier vielleicht das Ding benutzen? Ach, Equip. Ein meterlanges Stahlrohr. Große Reichweite, aber von begrenztem Nutzen. Ja, das soll eine Waffe sein, oder was? Look, okay. Zur Schule, ja. Das ist eine gute Frage, ne? Wo geht es weiter, Freunde? Wie kommen wir zu dieser Schule? Sehr gute Frage. Da geht es doch schon mal wieder gut los. Oh Mann. Aber gut, wir haben hier keine Gegner mehr. Das ist schon mal sehr viel wert. Sehr, sehr gut. So, kann man hier vielleicht irgendwie das Ding ausrüsten und dann. Und dann hier so und. Nö. Nicht wirklich. Nö. Schade, Freunde. Okay, dann werde ich wahrscheinlich offline rumsuchen. Bis wir. Genau, bis ich irgendwo einen Anhaltspunkt finde, wie wir zu dieser Schule kommen. Und ich gucke jetzt noch einmal in der Nebenstraße hier. Ich lasse das Ding mal ausgerüstet. Ich gucke jetzt noch mal einmal in dieser Nebenstraße, ob man da vielleicht über das Gras irgendwie drüber kann. Aber ich bezweifle das irgendwie. Ist man hier vielleicht über die Grünfläche? Ne, ist alles zu. Alles dicht. Ja, shit. Können die vielleicht irgendwie Autos kaputt schlagen oder was? Nee. Leute, Leute. Wie eine Tür aufschlagen oder so? Nee. Gut, Freunde. Das heißt, ich werde mal offline ein bisschen rumsuchen. Und ja, werde mich dann wieder melden, wenn ich mir ein bisschen mehr weiß, wie es da zur Schule geht, ne? Also dann bis gleich. Ja, Freunde, da bin ich wieder. Und ja, eine Sache gibt's zu sagen. Ich habe auf meinem Rundgang habe ich ein Tonikum gefunden, was man direkt wieder benutzen kann. Toll. Und ich habe noch einen Bereich gefunden, wo wir noch nicht waren. Und zwar hier vorne, wartet mal, da habe ich nämlich direkt Gegner gesehen. Und da ist eine Hundehütte. So, wo ist das Biest? Da waren nämlich zwei Hunde gerade. Ich bin davor weggerannt und jetzt machen wir die. Wir sind auf der, also ganz in der Nähe, wo wir aufgehört haben, tatsächlich, in der Levine Street. Da ist er doch! Der braucht wieder extrem viel Schuss. Da brauchen die manchmal 5 Schuss. Das ist bescheuert. Gut, und zwar hier vorne, Freunde. Da ist nämlich eine Hundehütte. Und die müssen wir uns mal genau angucken.
Da ist die Hundehütte, aber wo ist hier der Hund? Irgendwo. Ach, die Kamera ist. Die nervt. Die Kamera nervt mich ein bisschen, ey. So. Ah, die blöde Kamera, Mann. So, jetzt. Okay. Da ist er doch. So. Ja, dass man manchmal daneben schießt, das lässt sich nicht verhindern. So, was haben wir denn jetzt hier bei der Hundehütte? Ah, was? Wahrscheinlich eine Hundehütte, obwohl ich mir nicht sicher bin, da hier kein Hund ist. Nichts Besonderes in dieser Gegend. Ja, gucken wir doch mal. Es ist abgeschossen. Ah, hier können wir aber rein. Da können wir rein irgendwann. Ja, okay. Aber wir haben schon mal ein paar mehr Infos. Okay, leg dich erstmal hin. Ist die Hundehütte, also. Gibt's hier sonst nichts? Wartet mal. Gibt's hier gar nichts? Weil da muss ich nämlich wieder offline suchen. Ach, Freunde. Bei der Hundehütte. Warte mal. Vielleicht. Da macht er auch nichts, ne? Nee, das muss. Da muss ich leider nochmal schauen. Ich meine, wir haben die Hundehütte zwar jetzt. So, wartet mal. Die Tür ist verschlossen. Das heißt, wir sind hier gar nicht mal so falsch. Kann man hier vielleicht irgendwie rein? Nö. Ach, Mann, Freunde. Wartet mal. Was ist denn das da? Ist hier vielleicht irgendwo was drin? Nee. Aber warum sagt er was bei dieser Hundehütte? Nichts Besonderes. Okay. Gut, Freunde, da muss ich doch mal ein bisschen rumsuchen. Ich meine, es kann ja nicht sein, dass es hier gar nichts gibt in dieser Stadt. Ne, in dieser ganzen Stadt. Gut, Freunde, da würde ich sagen, bis gleich. Ach ja, guckt mal, Freunde. ja, ich habe jetzt einfach noch mal ein bisschen rumgesucht und habe an der Kreuzung direkt hinter uns, hab ich eine Notiz gefunden, wo Hundehütte drauf stand. Und dann bin ich einfach nochmal zurück zur Hundehütte gegangen, weil um die nochmal zu untersuchen. Und siehe da hängt ein Schlüssel drin. Der Hausschlüssel war in der Hundehütte versteckt. Also sowas Gemeines. Dass man da wirklich erst eine Notiz finden muss. Und diesen Schlüssel zu kriegen, also, wow, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Krass. Gut, alles klar, wir haben diesen Hausschlüssel. Den du use. Ja, okay. Können wir damit etwa in dieses Haus? Tatsächlich. Habe den Hausschlüssel verwendet. Ist der jetzt weg? Der ist weg. Ah, krass, okay. Dann gehen wir mal in das Haus. Jawohl, Freunde, da ist ein Medipack, sehr gut. Verbandskasse. Okay, und wir sind in dem Haus drin. Oh, Resident Evil Style. Abgeschlossen. Oh, Resi Style. Oh, das ist geil, Freunde. Das ist gerade geil. Okay, abspeichern. Ah, was hab ich lange gesucht? Also, meine Güte. Okay, Munition. Nichts brauchbar, ist doch klar, das ist Muddy, Kollege. So, gucken wir uns mal weiter um. Wir sind hier in der Küche scheinbar. Noch mehr Muni. Ah ja, wir sind hier. Okay, ja, alles klar. Krasser 90er Fernseher. Nichts Besonderes. Nichts Besonderes. Okay. Sonst sagt er hier nichts mehr zu, leider. Bock auf Kaffee oder Tee oder was das hier ist? Harry. Leider nein. Okay, schade. Aber vielleicht. Ach, guckt mal, da sind irgendwie Schlösser dran. Ein Tonikum. Ja, vielen Dank. Haben wir eigentlich ein begrenztes Inventarplatz? Ich glaube nicht, oder? Der Kühlschrank ist leer. Schade, ich hatte jetzt gedacht, dass wir hier was zu essen finden, aber. Nee, ist schon okay, ist schon okay.
Rustikale Küche hier. So, was ist das? Das ist etwas, ist auf der Karte an der Wand geschrieben. Habe es auf die Karte kopiert. Ja. Okay. Ach, guck mal. Da ist jetzt noch mal mehr markiert. Okay. Aha. Ah, Keys for Eclipse. Okay. Keys for Eclipse. Da können wir rein. Da sind drei Schlösser. Okay, da kriegen wir diese Schlüssel her, oder was? Von diesen Anhaltspunkten auf der Karte. Oh, ja, okay. Dann suchen wir doch mal die Schlüssel, würde ich sagen. Da ist ein Pfeil, da ist ein rotes Dings da und da ist ein Bereich. Okay. Das heißt, wir müssen Schlüssel suchen, Freunde. Ja, cool. Machen wir. Aber leider ist diese Tür hier abgeschlossen, ne? Abgeschlossen, ja. Aber da kommen wir bestimmt irgendwann rein. Okay, das heißt, wir müssen noch mal raus. Okay, das heißt, wir müssen drei Schlüssel suchen. Ein Glück, dass wir die meisten Gegner hier platt gemacht haben. Ohne Witz. So, okay, dann gehen wir noch mal wieder zurück. Und zwar, richtig rum? Wartet mal, richtig rum? Ganz richtig rum. Okay, und dann da vorne nach rechts. Ein Glück, dass die Gegner wechselt, ohne Scheiß. Nur diese beiden Flatterviecher da vorne. Ein Glück. Ja, da hinten, aber ich lasse es mal. Ich lasse es echt mal. So, hier war das doch, oder? Nee, nächste, 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 nächste. Nicht so schnell, Harry. Nicht so schnell. Nächste. Und, gut, ja, dann hoffe ich, dass euch dieses Projekt gefällt. Silent Hill, also mir gefällt es sehr. Schön mysteriös und gruselig gemacht, auf jeden Fall. Hat so echt so ein bisschen was von Resident Evil, auch wenn es von einem komplett anderen Hersteller ist, nämlich Konami. Aber hat was auf jeden Fall. So, hier muss es doch jetzt sein. Ganz genau. Hier müssen wir irgendwo nach einem Schlüssel Ausschau halten. So, gut, dann. Da kommt ein Pflegevieh oder was? Off Limits? Dieses Fliegevieh macht mich irgendwie nervös da hinten. Das Ding lebt immer noch. Warte mal, jetzt mache ich es auch kaputt. Jetzt mache ich es auch kaputt. Das Ding haut ab, ich glaub's nicht. Nee, du bleibst jetzt hier. Ich habe jetzt beide Schüsse hier für dich gebraucht. Wo bist du? Da bist du. Aua, trifft mich das auch noch? Oh, das gibt's ja nicht. So, mein Gott. Blödes Teil. Ah, der ist sowieso kaputt. Okay, alles klar. Gut, dann gehen wir mal wieder zurück. Den Gegner wollte ich unbedingt killen. Weil ich hab's nicht eingesehen, dass ich da jetzt meine Booty verschwende. Wie jetzt? Warum? Ach, die kommen immer wieder, diese Drecksviecher. Ja, okay, dann brauche ich aber auch nicht meine Bundi zu verschwenden. Ich hatte gedacht, dass wir jetzt Ruhe vor denen haben, aber die Fliegeviecher kommen anscheinend wieder. So, wo ist denn jetzt hier dieser Schlüssel? Wo ist jetzt. Ah, Moment. Nee, da ist nix. Da ist auch nix. Dass diese Dinger wiederkommen, ey. Echte Verarsche. Man muss immer die Animation abwarten von den Dinger. Das ist auch so gemein. So.
Jetzt aber wirklich hier. Mann. So, wo ist der Schlüssel? Wo ist der Schlüssel? Hallo. Hier muss irgendwo ein Schlüssel sein. Die sagen einem ja auch. Hä? Jetzt bin ich komplett durch. Ja, wartet mal, dann können wir vielleicht hier vorne gucken. Weil einen will ich wenigstens finden, bevor... Ja, was soll ich sagen? Bevor die Folge voll ist, gut. Dann gucken wir hier jetzt nochmal auf der Seite. Dann hier am Abgrund, oder wie, ne? Hier am Abgrund? Ist hier vielleicht irgendwo ein Schlüssel, oder... Muss irgendwas sein, irgendwo. Wartet mal. Ach, die Kamerasicht, ne? Kann man die nicht irgendwie bewegen? Ah, doch! Okay. Alles klar, sehr gut. Aber wie gesagt, wo ist dieser blöde Schlüssel hier? Ah, okay, wenn man beide L-Tasten gleichzeitig drückt, dann, ja, dann geht die Kamera hinter einen. Okay, wunderbar. Aber hier finde ich jetzt auch nichts. Ja, okay, Freunde. Das ist knifflig. Gut. Ist klar, scheint hier kein Schlüssel zu sein. Schade, das habe ich jetzt gedacht. Gut, Freunde. Dann würde ich mal sagen, bis hier in der nächsten Folge weiter der Suche nach diesen drei Schlüsseln. Ja, sehen wir da beim nächsten Mal. Wenn euch diese Folge denn doch gefallen hat, lasst mir gerne mal ein Like oder Abo da. Und lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Erzählt jetzt gerne weiter den Kanal. Und ja, bis hier weitergeht, sehen wir da beim nächsten Mal. Und dann würde ich sagen, wünsche euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag. Ne? Tschüss.